Howdy Leute, hallo hier und willkommen zu diesem Red Dead Redemption 2 News Video. Ja, und das hier ist ein Update zum letzten Video, was die ganze Sache um 180 Grad dreht. Denn dort habe ich ja gesagt, dass eine PC-Version für Red Dead Redemption 2 ziemlich unwahrscheinlich ist, weil ja Rockstar Games in GTA 5 eine Challenge gestartet hat, wo man dann eben später für Red Dead Redemption 2 einen Akimbo-Revolver freischaltet, und diese Challenge wurde laut dem Artikel, den ich gelesen habe, der leider falsch war, nur für die Xbox One und PS4 angekündigt. Und ja, jetzt hat mir aber der Mark Official geschrieben, dass er die Challenge auf dem PC machen konnte und er sogar, nachdem er sie geschafft hat, eine Mitteilung bekommen hat, wo es hieß, du hast den Akimbo-Revolver für Red Dead Redemption 2 freigeschaltet. Und ja, das deutet eigentlich wirklich darauf hin, dass Red Dead Redemption 2 doch auf dem PC spielbar sein wird. Die Frage ist jetzt nur, warum es dann nicht direkt für den PC schon angekündigt wurde. Das könnte natürlich jetzt in den nächsten Tagen noch passieren, aber ich vermute, dass das Ganze dann über Crossplay läuft. Das ist ja eigentlich so das Aufkommende bei der Xbox und dem PC, dass die PC- und Xbox-Spieler zusammenzocken können. Und auch mir ist schon aufgefallen, dass es ja irgendwie so Xbox-Games gibt auf dem Windows-PC, also jetzt mit Windows 10, dass man irgendwie über Xbox Live spielen kann. Und ja, darum kann ich mir vorstellen, dass einfach Red Dead Redemption 2 im PS Store und im Xbox Live Store erscheinen wird, und den Xbox Live Store kann man dann halt eben auch auf dem PC aufrufen. So stelle ich mir das vor. Vielleicht wird auch eine reine PC-Version angekündigt. Ja, auf jeden Fall ist alles wieder im Grünen mit der PC-Version oder einfach, dass das Spiel auf dem PC spielbar sein wird. Also liebe PC-Spieler, auch ihr könnt euch wirklich freuen, das sieht echt gut aus. Und ja, dann würde ich nur noch sagen, bis zum nächsten Red Dead Redemption 2 Video und haut rein!